Ja, hier ist Heiner in der Küche. Wie er den weltberühmten Fatwalk macht. Ja. Ist das so? Willkommen zur Küche des Grauens! Sorry, ich muss den Gesichtsausdruck mal einfangen. Ich sehe die Küche von voll unter Dreck nicht. Kannst du ein Lied singen? Kannst du ein Lied singen? Leo, er sitzt im Dreck, Leo, er sitzt im Dreck. Aber das wird. Ja, man sieht das Metall schon wieder. Das ist auf jeden Fall sehr positiv. Ja. Hallo. Wollen ein Video machen, Josef spielt mein Handy. Nimmst du schon auf? Ja, ich nehme schon auf. Hi. Hi. Ja, ihr habt gesehen, wie sauber die Küche aussieht. Und, ja, es war ein fettiges Unterfangen, sag ich mal. Es war, ist gut. Und es ist immer noch. Ich zeig mal nur kurz. Obwohl es jetzt schon sauber aussieht, also da war noch eine dicke Schicht an Dreck, die uns... Wie es nicht das Feuer ausgesehen hat. Nein, das willst du wirklich nicht wissen. Okay, aber wir sind auf jeden Fall weit gekommen. Wir haben heute drei Geräte rausgeschmissen. Und zwar den Herd, der da hinten stand. Dann die Bain-Marie, die da oben stand. Und die Fritteuse. Und ja, das sieht so schon mal gut aus. Auf jeden Fall. Also, ja, das Nachher-Video wird besser, glaube ich. Nein, auf keinen Fall. Ja, wir können ja heute mal ein Kochvideo drehen vielleicht auf dem Beretta oder so. Genau, natürlich kommt ein neuer Herd rein, also ein Ceranfeldherd wahrscheinlich. Oder zwei oder ein ein Ceranfeldiger, wie auch immer. Sechsfeldiger. Und lustig, wir wollten eigentlich gerade abhauen und jetzt kam gerade nochmal die Ostsee-Zeitung. Also habe ich ja schon mal erzählt, wir hatten denen schon mal einen Text hingeschickt und Fotos hingeschickt und es ist wochenlang lag das beim Chefredakteur und nichts ist passiert. Und jetzt kam halt nochmal jemand an und hat uns jetzt nochmal fotografiert, wie wir gerade einen Tisch reingetragen haben, was auch keinen Sinn macht im Endeffekt. Aber er wollte halt irgendwie ein Motiv haben. Ja. Also eigentlich fand ich das Kochjackenfoto besser. Fand ich auch. Mal gucken, wie das aussieht nachher. Aber ja, mal gucken, wie das aussieht nachher. Und ja, das andere ging halt auch noch nicht, weil hier ist halt überall Baustelle und uns vor der roten Tapete fotografieren macht jetzt auch keinen Sinn, wenn die jetzt in 5 Tagen anders aussieht. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Nix. Mein Arm wird lahm. Tschüss. Ja, wir haben dann noch was vergessen und zwar waren Josef und Dietlind vorgestern irgendwie auf dem... Freitag, wie auch immer. Auf dem Biohof... Biogarten Rostock, bei der Kunstmühle, genau so hieß das. Und haben da auch ein paar Aufnahmen gemacht. Und ja, was gab es da alles? Also gibt es viele Wildkräuter, habe ich jetzt nur gehört und auch noch Gemüse dazu und ja, was gab es denn alles? Haben die alles Mögliche. Gemüseanbau, Wildkräuter wachsen überall. Blattsalate in Hülle und Fülle. Blüten. Ja, das ist eigentlich so ziemlich alles. Okay, also wirklich, sie haben ein paar Proben mitgebracht jetzt irgendwie, was war das? China-Salat oder so? Asiasalat, genau. Nicht China-Salat. Asiasalat. Ja, und ja, da gab es halt echt ziemlich viele verschiedene Sorten an Wildkräutern. Und ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir die auch mit einbeziehen, also werden wir auf jeden Fall machen, dass wir von denen quasi frische Wildkräuter bekommen im Frühling, Sommer und ja, Frühling, Sommer, denke ich mal hauptsächlich. Ja, um da einfach schöne frische Salate zu machen, vielleicht auch Smoothies teilweise draus oder schöne Gerichte oder sowas in der Richtung. Ja, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja, macht immer Spaß, mit solchen frischen Sachen zu kochen, die wirklich auch aus der Gegend kommen. Und das Coole ist wirklich, also von unserem Zuhause ist es irgendwie nochmal 10 Minuten weg. Ungefähr mit dem Auto. Das heißt, wir können das sozusagen morgens
vor unserer, bevor wir den Laden eröffnen sozusagen, können wir da hinfahren, einmal frisch Salate holen und dann, ja, gibt sie jeden Tag frisch auf dem Teller. Okay. Tschüss. So viel dazu. So viel dazu.